Einen wunderschönen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu einem weiteren YouTube-Video und zwar einer neuen Folge vom Play by Play. Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind wir jetzt auch mittlerweile schon bei Folge Nummer 20. Tatsächlich jetzt hier auch wieder mal live im Stream am Start für die Leute, die nicht wissen, dass ich streame. Link ist natürlich im Pin-Kommentar zu finden. Und Freunde, wir haben gestern einen der geilsten Patches seit langem bekommen, nämlich 12.11.5. Geilsten Patches seit langem. Sehr viele Quality-of-Life-Sachen mit dabei. Das Game fühlt sich für mich persönlich sauflüssig an. Und ich hatte gestern in meinem Patch-Video natürlich auch schon das Ganze ein bisschen angesprochen, dass die M1A sehr wahrscheinlich einen saftigen Nerf bekommen hat. Fakt ist, sie hat einen saftigen Nerf bekommen. Die Fire Rate von dieser Waffe fühlt sich echt nicht gut an. Und deswegen dachte ich mir, komm, hauen wir jetzt mal hier ein Play-by-Play raus mit der M1A, damit ihr euch angucken könnt, wie die Waffe sich jetzt tatsächlich handelt, damit ihr euer G nicht verzocken müsst. Und ich selber bin auch ein bisschen gespannt drauf. Ich habe sie bis jetzt nur ein paar Mal gerade in einem Offline-Raid geschossen, wo ich gerade das Thumbnail gemacht habe. Ansonsten, ich bin gespannt. We will see. Freunde, lass uns das Loadout rein und uns das Loadout angucken und Abfahrt. Die Leute, die nicht wissen sollten, was das Play-by-Play-Format ist, im Endeffekt ist es ein Format, wo ich genau erkläre, was in meinem Schädel vorgeht, wie ich bestimmte Informationen im Raid verarbeite, damit ihr die gleichen Fehler, die ich mache, nicht macht. Oder vielleicht auch bestimmte Sachen, die ich mache, ja, reproduzieren könnt, falls ich mal aus irgendeinem Grund was Gutes tun sollte, wann auch immer das passiert. Ansonsten, wir sind hier beim Loadout angekommen. Ich spiele eine M1A in so einem wunderbaren Hybrid-Build aus Ergo und Recoil. Das Ganze mit einer M61-Munition kombiniert. Ich denke mir jetzt gerade, wenn die Waffe eine etwas niedrigere Fire Rate hat, sollten wir auf jeden Fall auf eine der besten Munitionen zurückgreifen, also M61 oder 993. 993 für mich persönlich macht keinen Sinn, weil die Munition eigentlich zu viel Penetration hat und dafür weniger Flash Damage, hat allerdings dafür eine höhere Bullet Velocity, also wenn ihr snipen solltet, solltet ihr vielleicht die 993 lieber mitnehmen. Ansonsten das typische Meta Gear, Exfil Helm, einer der besten Helme im Spiel, das Ganze kombiniert mit der Condor, um da einen weiteren Armor Layer dazu bekommen. Hexcrit, typische 6er Armor, die etwas budgetmäßigere Variante. Und ansonsten Propital, der übliche Stuff, ihr kennt das ja mittlerweile schon. Und dann würde ich an der Stelle jetzt einfach mal sagen, wir springen direkt in die Runde rein und Abfahrt, Freunde. Ja, ich werde versuchen, denke ich mal, einen Hauch langsamer zu spielen. Ich werde mir direkt Vaseline reindrücken. Ich bin jetzt hier direkt zwischen zwei Spawns gespawnt tatsächlich. Ich muss mal gucken, dass ich erstmal beide Spawns hier eben ablatsche. Einmal links von mir und rechts von mir. Dass ich da safe bin. Und so wie ich das verstanden habe, ist jetzt aktuell auf allen Single-Fire-Waffen ein Limiter drauf, was die Rate of Fire angeht. Bedeutet, dieser Limiter scheint zu greifen, wenn man zu viele Maus-Inputs gibt. Heißt, wenn man zu schnell triggert, werden die weiteren Klicks einfach geskippt und die Waffe fühlt sich unrund an. Du musst also einen gewissen Takt treffen, um tatsächlich mit dieser Waffe dann schnell spielen zu können. Da haben wir einen Spieler hier vorne. Da hatten wir einen Spieler da vorne. Nice. Okay. Ich kann scheinbar mit einem Holosight auf die Distanzen One-Tap drücken. Oh, shit. Alles klar. Gut. Also, um ganz kurz zu sagen, ne, die M1A wurde nicht genervt. Ihr habt es gerade gesehen, was man mit dem Ding machen kann. Easy Clap, beste Waffe im Spiel. Safe Call. Oh no. Level 3. Oh Gott, ich gehe weiter. Ah. Gut, aber das war der andere Spawn, den ich jetzt im Kopf hatte. Wir müssen jetzt hier vorne noch Richtung Big Red ein bisschen vorsichtig sein. Und drüben haben wir auch noch direkt weitere Shots. Es könnte ein Sniper-Scav gewesen sein. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Könnte aber von der Position grob passen. Aber wir haben hier jetzt noch mindestens einen weiteren PMC-Spawn, der sehr wahrscheinlich aktiv ist. Hier, und ich denke mal, der könnte jetzt... Der Spawn wird entweder hier, wird wahrscheinlich hier vorne oder im Big Red selbst drin gewesen sein. Vielleicht auch beide. Und dann stellt sich jetzt für mich natürlich die Frage, ist der PMC noch hier vorne im Big Red drin? Ist der Gegner jetzt gecrossed bereits? Ist der denn bereits schon über die Brücke drüber? Das ist jetzt halt die Frage, die ich mir jetzt beantworten muss. Ich checke jetzt hier erstmal Big Red ab. Hier oben natürlich auch immer drauf checken, weil hier gerne mal Spawns gesniped werden von da. Oder halt auch einfach die Eingänge zu Big Red abgekämmt werden. Guckt auf jeden Fall, dass ihr da oben drauf immer abcheckt. Das ist sonst ein sehr ekelhafter Spot. Wer den noch nicht kennen sollte, wir können mal ganz kurz hochgehen. Kann ich euch ein bisschen zeigen, was man von hier alles einsehen kann. Und ihr merkt, ist ganz schön ekelhaft. Das ist ganz schön ekelhaft. Man kann vor allem halt auch hier oben noch reinscopen. Das heißt zum Beispiel, wenn hier oben einer drin scopen könnte oder drin campen sollte, könnte man hier hochgehen
um noch vielleicht einen Angle auf den Gegner zu bekommen. Könnte auf jeden Fall recht relevant sein. Guckt da auf jeden Fall, dass ihr diesen Spot kennt. Und ansonsten, ich tendiere jetzt aktuell dazu, dass niemand mehr hier mit auf meiner Seite ist. Das Ganze ist natürlich kein Safe Call. Muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Dann schauen wir mal, was hier noch weiter ist. Hier muss ich natürlich jetzt aufpassen, weil hier der PMC-Spawn ist, vor dem ich ein bisschen Angst habe. Beziehungsweise wo ich befürchte, dass hier einer gespawnt ist. Hier oben auch eine wunderbare Shooter-Born in Heaven-Position. Also aufpassen, immer da auch abchecken. Das habe ich jetzt gerade nicht gemacht. Schauen wir mal. Sieht noch alles ganz gut aus. Ich werde jetzt einfach über die Brücke latschen. In der Hoffnung, dass ich hier genug Cover habe. Um ein paar Shots auszuweichen. Ich habe Dorms noch keine Info bis jetzt bekommen, was... okay, Fortress. Richtung Fortress auf jeden Fall ein paar Shots. Wenn ich das richtig gehört habe. Ich glaube, da würde ich auch jetzt erstmal meinen Fokus drauf legen. Ich habe aktuell kein Interesse, Richtung Dorms zu gehen. Sondern wird jetzt erstmal auf ein bisschen mehr Medium-Range-Fights gehen. Und ich hoffe einfach, dass ich den Takt von der M1A gleich treffe, um so viele Shots wie möglich gleich rauszukriegen. Weil einfach durchtriggern, wie gerade eben schon gesagt, halt ein bisschen schwierig sein könnte. Das ist ein bisschen schwierig. So, ich werde jetzt mal... okay. Ein bisschen weiter rechts vor Fortress. Ich will jetzt mal eben kurz hier reingehen. Will mal eben kurz checken, wie lange ich noch meinen Painkiller drauf habe. 48 Sekunden. Alright, wisst ihr was? Wir werden jetzt in den Fight reingehen. Das heißt, ich ziehe mir jetzt ein Propital. Und dann kann ich schon mal gegenheilen, weil ich bin aktuell durch den Stacheldraht nicht Full HP. Dann möchte ich jetzt mal eben ganz kurz ein bisschen gegenwirken. Ist wahrscheinlich ein Waste. Aber... better safe than sorry. Es ist sorry. Ja, wie habe ich das denn ausgesprochen? Wild. Gut, ein bisschen weiter rechts gucken. Ich bin mir unsicher, ob ich gerade einen Step auf dem linken Ohr gehabt habe. Das könnte sein. Ich werde mich jetzt mal ein bisschen davon distanzieren. Okay, vor Fortress. Richtung Gleise tatsächlich haben wir Action. Dann wollen wir da nochmal fix Hallo sagen. Erstmal clean the Fortress. Ich habe keinen Bock, gleich Shots in den Rücken zu bekommen. Das muss nicht sein. Jetzt gerade crouchwalk ich einfach. Oder nicht crouchwalk ich, aber halt bin ich halt ins Gehen übergegangen, damit ich halt ein bisschen mehr andere Audio-Inputs bekomme. Falls hier einer drin ist. Okay. Das ist maximale Geschwindigkeit. Das ist die maximale Geschwindigkeit, wenn du nicht durchtriggerst. Da ist was hinter mir. Nate. Großartig, viel schneller kann ich auch nicht schießen. Das ist das Krasse daran. Du musst den Takt wirklich... das, wie ich jetzt gerade den Boy gekillt habe, das müsste grob der Takt von der M1A gewesen sein. Wenn du schneller als das schießt, skippt er deinen Input und verringert dann nochmal deine Fire Rate. Ne? Das heißt also, ich versuche jetzt... ich versuche so schnell wie möglich zu schießen. Und das war alles, was ging. Das war alles, was ging. So, wenn du jetzt aber den Takt triffst... dann läuft's. Du musst halt nur den Takt treffen. Aber schneller als das, was ich gerade gemacht habe, ging dann halt auch nicht. Das war jetzt gerade ein saftiger Waste von M69. Bitte guck da... aua, mein Kontostand. Oh no! Oh no, aber schneller als das geht nicht. Das fühlt sich nicht gut an. Das fühlt sich wirklich, wirklich nicht gut an. Oh, wir haben Steps. Oh Mann, ey.
Oh Mann, was haben die mit Single-Fire-Waffen gemacht? Krass. Nee, also im Endeffekt, dieses Cap, was die halt jetzt bei jeder einzelnen Single-Fire-Waffe eingefügt haben, ist halt, wie gerade schon gesagt, auf jeder einzelnen Single-Fire-Waffe drauf, ne? Finde ich persönlich schade. Ich kann es verstehen, dass man es balancen möchte, ne? Aber ich finde, die Fire Rate von der M1A sollte eigentlich genau auf der gleichen Höhe sein wie die maximale Fire Rate von der SR58. Wenn man so schnell triggern kann, dann auf geht's. Dann sollte sie auch so sein. Ne? Für mich persönlich, als kleiner, keine Ahnung, Skill-Gamer, der halt Spaß daran hat, irgendwie in Richtung, also dass das Skill halt belohnt wird in Spielen. Ich glaube nicht, dass ich selber, ihr wisst, was ich meine, glaube ich, was ich damit sagen möchte. Aber ich selber finde es, glaube ich, wirklich geil, wenn du halt sogar mit Single-File-Waffen einen Hauch schneller schießen könntest als die S58. Das ist halt einfach, dass dein eigener Skill nochmal irgendwie belohnt werden würde. Das fand ich halt immer ganz nice, weil du hattest halt mit der... Die S58 war halt eine verdammt gute Waffe, in vergangenen Patches zumindest. Und jetzt hast du halt eine Situation, wo du tatsächlich durch deinen Skill, durch deine Kontrolle über den Triggerfinger dann auch noch und dem Aim... Ja, dass es dir halt nichts bringt. Ne, jetzt bringt es dir halt nichts mehr. Und das finde ich einen Hauch schade. Das finde ich wirklich einen Hauch schade. Ich fände es persönlich immer schön, wenn Skill dann auch entsprechend belohnt wird. Das ist ein Tarkov weniger wirklich der Fall, weil wirklich ein Tarkov Gear größer Skill halt in sehr, sehr vielen Fällen. Schwierige Kiste. Lass uns mal runtergehen und einfach mal gucken, was die Boys dabei haben. Schauen wir mal. Ich glaube zumindest, dass ihr müsst ein Spieler gewesen sein. Richtig, ja. Das war ein armer Pistolero. Ein Pistolero hier am Start. Er hatte aber gar nichts dabei, großartig. Wir haben jetzt gerade noch eine Nate im Hintergrund gehört. Da pushen wir jetzt nochmal hin. Und schauen, was wir da noch so an Action kriegen. Gerade aktuell echt wenig an Stuff. Beziehungsweise auch wenig Info. Wir hatten, glaube ich, gerade noch ein, zwei Shots Richtung Dorms. Die muss ich auf jeden Fall im Kopf behalten. Ansonsten nehmen wir jetzt hier die Shots auf jeden Fall mit. Alles klar. Der Skev konnte es einfach riechen, dass ich hinter ihm komme. Okay. Der wusste einfach Bescheid. He knew. Sehr, sehr interessant. Aber Freunde, wenn ihr es soweit bereits bis jetzt schon ins Video geschafft habt, dann sagt mir wirklich gerne mal in den Kommentaren Bescheid, was ihr aktuell von dem M1A bzw. Single-Fire-Waffen-Nerf haltet. Sagt mir das wirklich gerne in den Kommentaren und vor allem sagt mir, was ihr von 12L5 haltet. Ich persönlich muss sagen, ich habe schon lange nicht mehr ein so flüssiges Tarkov gespielt. Ich finde, die Performance vom Game, es fühlt sich richtig gut an. Noch nicht mal unbedingt, dass großartig viel mehr FPS dazugekommen sind, aber es fühlt sich aus irgendeinem Grund viel, viel runder an. Ich kann mir nicht erklären, wieso, weshalb, warum. Aber es ist geil. Sagt mir da wirklich gerne mal Bescheid. Auch für die Leute, die gerade im Twitch-Chat aktiv sind, sagt mir da gerne Bescheid. What you guys think? Ich bin aktuell ein sehr, sehr großer Fan von 12L5, muss ich sagen. Aber es scheint hier gerade der Fall zu sein, dass tatsächlich der Push in Richtung diesen Shots hier ein Fehler war. Und ich glaube, ich lieber in Dorms hätte pushen sollen, wenn ich nach mehr PvP gehen wollte. Don't know. Schauen wir mal, vielleicht finden wir den PMC hier noch. Könnte sein, dass er halt da vorne in der Halle drin ist. Da vermute ich ihn jetzt gerade drin. Dass er hier jetzt gerade die Halle lootet. Das wäre halt mein Tipp. Chat hat jetzt auch gerade gesagt, 20 FPS mehr. Das ist saftig. Alter, das Problem ist, dass da unten halt noch ein Skev drin ist.
Okay. Komm gerade nicht so ganz an den Boy dran, so wie ich will. Ich komme gerade leider nicht ganz so an den Boy dran, wie ich will. Das ist ein Meta-Boy. Ah, scheiße, ekelhafte Nate. Schade. Kriege ich noch eine Nate da oben rein? Ja, kriege ich. Also, noch eine Nate. Die erste Nate. Mir fehlt gerade jegliche Audio-Input. Alter. Du kannst halt null durchtriggern, Mann. Okay, das ist... Ich weiß auf jeden Fall nicht, wie... Boah, also wenn das Skill-Ceiling mit dieser Waffe wurde auf jeden Fall saftig erhöht, beziehungsweise der Skill-Floor. Also du musst ja jetzt instant den Takt treffen und das während dem Combat zu machen, kann ich nicht. Kann ich nicht. Ganz ehrlich, das ist nicht meins. Da bin ich einfach nicht gut genug für. Das ist krass, das musst du wirklich können, da musst du ein Feeling für haben. Und das dann auch noch gerade mitten in einem Fight, wenn auf dich geschossen wird, dann durchzuziehen. Krass, 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 krass. Gut, wir checken mal eben kurz die Magazine nach. Hier haben wir jeweils 20 drin. Das heißt, den stacken wir eben kurz nach, dass ich ein volles 30er habe. Und dann weiter geht's. Ich sehe jetzt hier auch gerade im Chat vorher anfangen zu prefiren. Das hatte mit dem Prefire in der Situation überhaupt nichts zu tun. Ne? Klar, ich hätte mit dem Prefire rum um die Ecke ziehen können, aber warum sollte ich prefiren, wenn ich überhaupt keinen Audio-Input habe, dass ein Gegner da vor mir steht? So, klar, ne, wäre okay, aber ich hab, also keine Ahnung, ich kann halt nicht durch Wände gucken, so. Ich kann halt leider nicht durch Wände gucken, ich wusste nicht, dass da einer steht. So, deswegen, schwierig. Schwierig, da die entsprechenden Informationen noch zu bekommen. Aber sehr schön. Ein Juicy Boy. Ein schöner Juicy Boy, I like it. Wir ziehen uns den Profi jetzt einfach schon mal rein. Und dann weiter geht's. Hätte jetzt hier natürlich auch Versicherungsbetrug machen können, meinen Triton wegdroppen können und dann das Blackrock von dem Kollegen hier anziehen können. Das hätte ich machen können. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das, was hier an Loot so mit dabei ist, ist schon so ganz okay. Das nehmen wir so jetzt einfach noch mit und dann passt das Ganze. Zack. Gönnen wir uns noch einen Wodka. Einfach aus Prinzip. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Gut. Ich würde tatsächlich jetzt mich dann... Butz. So. Ich begebe mich jetzt nochmal Richtung Exit. Guck, dass ich hier rauskomme. Check eben kurz alles ab. Und dann möchte ich im Exit nochmal versuchen, wirklich diesen Takt ein bisschen besser zu treffen von der M1A. Ist zwar ein bisschen teurer, aber dann ist das so. Gucken wir nochmal, ob ein wunderbarer Exit-Camper drin ist. Nope. Gut, wenn ich jetzt wirklich Vollgas gebe... Boah, du kriegst sie nicht schneller getriggert. Ne, also dann greift wirklich der Limiter. Dann greift wirklich der Limiter, das merkt man. Und wenn ich es jetzt versuche zu takten, dann geht es noch wieder halbwegs. Dann geht es an der Stelle noch wieder. Das muss ich lernen. Das wird anstrengend. Oh Mann. Freunde, sagt mir Bescheid, was ihr auf jeden Fall davon haltet. An der Stelle jetzt ein etwas weniger PvP-lastiges Play-by-Play, aber ich denke mal, da müssen wir auch mal eine grobe, oder möchte ich zumindest eine grobe Konversation mal drüber starten, über diesen Change. Freunde, wenn euch das Format gefällt, lasst mir gerne ein Like, Kommentar und kostenloses Abo da. Und ansonsten sehen wir uns natürlich auch direkt im nächsten Video. Oder natürlich auch live auf Twitch. Macht's gut, keep grinding und ciao, ciao.